Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Europa-Talk hier aus Straßburg und herzlichen Dank Ihnen, Herr Professor Meuthen, für die Zeit, die Sie sich nehmen wollen. Sehr gern. Bundessprecher, also Vorsitzender der AfD, Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl und in beiden Funktionen Projektionsfläche für heftigste Angriffe, nicht nur von politischen Gegnern, sondern auch aus den Medien. Dazu jede Menge Diffamierungen, oftmals sogar blanker Hass gegenüber Ihrer Person. Dafür, muss ich sagen, machen Sie einen recht relaxten Eindruck. Naja, also ich sag's mal so, wasch mir einen Pelzer, mach mich nicht nass, geht nicht. Das ist kein Streichelzoo und das wusste ich vorher. Das soll aber nicht verhehlen, dass mir das natürlich zu schaffen macht, weil ich diesen tatsächlich Hass, der mir zuweilen entgegenschlägt, wenn ich zu Veranstaltungen fahre, da stehen die Demonstranten, nicht gut nachvollziehen kann. Wenn da steht Nazis raus oder kein Platz für Rassisten, ja, da könnte ich auch dahinter stehen. Das verstehen die nur nicht. Das heißt, da ist sehr viel Menschen etwas mit auf den Weg gegeben worden, wie so ein AfDler zu sein hat, wie so ein Meuthen sein muss. Und das hat mit der Realität wenig zu tun. Also wenn ich mit denen einmal eine Runde Fußball gespielt hätte oder ein Bier getrunken hätte, dann wären die wahrscheinlich sehr viel entspannter. Ich auch. Die Frage stellt sich aber, wie steht es um die Demokratie in Deutschland? Sogar der Deutsche Hochschulverband, und das will schon was heißen, warnt inzwischen so wörtlich vor Denk- und Sprechverboten an den Universitäten. Kommt diese Warnung nicht längst zu spät? Ich fürchte fast. Also ich war heute vor 10 Tagen in Frankfurt an der Hochschule und das in einer Podiumsdiskussion, an der auch andere Spitzenkandidaten teilgenommen hat, Frau Bade zum Beispiel, Frau Bär, oder für die Linke Herr Bartsch, also bekannte Leute. Aber dass ich komme, das wollten die Studierenden, wie man die Studenten heute nennt, nicht akzeptieren. Und die haben sich da mittags in nicht ganz geringer Zahl im Audimax angekettet und es gab einen riesigen, gigantischen Polizeieinsatz, damit die Veranstaltung überhaupt stattfinden kann. Und der Präsident der Hochschule begrüßte dann, als es schließlich stattfand, damit, dass er sagte, also sehr geehrte Diskutanten, seine Anrede, die könne ihr hier nicht wählen, denn das gelte nicht für alle Diskutanten. Und er meinte, fraglos mich. Und dann fragt man sich schon, was ist eigentlich los mit der Demokratie in diesem Land? Also ich würde jeden von der Linken oder von Grünen, und halte ich deren Positionen auch für noch so falsch, immer mit sehr geehrte und mit höflichen Anredeformeln begrüßen. Und die Tatsache, dass Menschen, die an Hochschulen studieren, den freien Diskurs hier verhindern wollen, das wirft in der Tat kein gutes Bild auf den Zustand unserer Demokratie. Das ist so, ja. Ihre Partei hat zudem Riesenprobleme, Veranstaltungsräume zu finden. Insbesondere in den westdeutschen Großstädten ist das eigentlich gar nicht mehr möglich. Es gibt Angriffe auf das Eigentum ihrer Mitglieder und sogar immer öfter körperliche Gewalt. Wie sehr belastet das den Europawahlkampf Ihrer Partei? Na, wir treffen halt alle Vorkehrungen, um uns dagegen zu schützen. Aber in der Tat, also das mit dem keine Veranstaltungsräumlichkeiten finden, ist ein Riesenproblem. Also Guido Reil hat jetzt darauf hingewiesen, dass er in Essen, das ist eine der großen Städte Deutschlands und der gesamten Umgebung, also im Grunde im gesamten Ruhrgebiet, nirgendwo Veranstaltungsräumlichkeiten finden kann. Das ist natürlich schon eine Beeinträchtigung. Wir umgehen das so gut wir können, indem wir dann an andere Orte gehen, aber es wäre ja blind zu glauben, dass es keine Beeinträchtigung ist. Natürlich ist es das, ja. Herr Meuthen, Montag, der 27. Mai, der Tag nach der Europawahl. Welche Schlagzeile würde den Spitzenkandidaten der AfD glücklich machen? Rechtspopulisten triumphieren in der EU auf ganzer Linie. Das heißt, wir sind ja die Rechtspopulisten in deren Urteil. Und jetzt lassen wir den Begriff mal als solchen einfach stehen. Ja. Die Lega, mit denen wir zusammenarbeiten, laufen unter dem gleichen Rubrum und andere auch. Und wir wollen natürlich tatsächlich insgesamt ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielen, damit wir hier mit einer starken Fraktion antreten können. Also das wäre eine Schlagzeile nach meinem Geschmack. Wenn die anderen schäumen, hat man nicht alles falsch gemacht. Sie haben es gerade angesprochen, es gibt den Zusammenschluss aller patriotischen, euroskeptischen und einwanderungskritischen Kräfte. So soll es jedenfalls kommen. Was macht Sie so sicher, dass das gelingt, was 20 Jahre lang nicht gelungen ist? Ich bin da immer gerne ehrlich. Ich bin mir dessen gar nicht sicher. Sicher bin ich mir, dass wir eine wirklich gute Fraktion da zusammenbekommen, an der wir basteln. Das war jetzt auch in Mailand zu sehen, wo wir uns
zusammengefunden haben und seither sind ja schon etliche weitere Gruppierungen hinzugekommen und das werden noch mehr werden. Aber ob also der Schulterschluss aller drei bisheriger Fraktionen zustande kommt, da habe ich schon so meine Zweifel. Also es mag auch sein, dass es am Ende zwei werden. Das muss man sehen. Das sind ungelegte Eier. Ich möchte, dass möglichst es geeint wird, weil man dann einfach politisch wirkungsvoller ist. Als Motor der Idee gilt ja der italienische Innenminister Matteo Salvini, Chef der Lega, Heinz-Christian Strache, der österreichische Vizekanzler und Chef der FPÖ, aber auch Sie, der Bundessprecher der AfD und Chef der größten deutschen Oppositionspartei. Salvini, Strache, Meuthen. Wann hatten Sie das erste Mal das Gefühl, ja, das könnte was werden? Ziemlich früh. Im Grunde genommen im Herbst letzten Jahres, als wir begonnen haben, hier im Parlament eine Arbeitsgruppe zu bilden. Und da waren die Vertreter der Lega dabei. Salvini war ja früher hier, hat nun in Italien ja einen anderen Job. Aber da waren eben die Vertreter der Lega, die das Gespräch suchten. Harald Wilimski und Georg Mayer von der FPÖ und wir haben uns eben regelmäßig getroffen und ich merkte, ja, das ist von einem gemeinsamen Willen getragen. Wir haben was gemeinsam im Sinn, die Dänen und die Finnen habe ich vergessen, die jetzt ja in Mailand dann auch auf dem Podium waren. Und dann hat sich das so Schritt für Schritt entwickelt und der gemeinsame Wille, das dahin zu führen, wo wir jetzt sind, war groß und es hat ja auch geklappt. Ich habe die Pressekonferenz aus Mailand verfolgt. Sie war ja im Internet zu sehen. Und ich habe Ihre Worte, Herr Meuthen, noch gut in Erinnerung. Sie sprachen damals von einer Grundsteinlegung für ein neues europäisches Haus. Frage an den Architekten. Welche Fortschritte macht der Bau? Der macht gute Fortschritte, weil das Fundament haben wir da gelegt. Im Grunde genommen steht der Rohbau. Wir müssen jetzt die Feinheiten machen, wie auch die inhaltlichen Punkte noch auf eine wirklich gemeinsame Fraktionslinie zusammenbringen. Das ist aber sozusagen schon der Feinschliff an den Wänden. Und vor allen Dingen, es kommen Bewohner hinzu. Also Sie müssen es so sehen, wenn Sie jetzt die vier, die da waren, als die Architekten betrachten, die das Haus auch selbst bewohnen wollen, ja, dann hat sich am Tag danach die FPÖ als Bewohner angekündigt, zwei Tage später die estnischen Konservativen und weitere zwei Tage später die Familienpartei aus der Slowakei. Und nach allem, was ich höre, kommen gerade heute, wahrscheinlich während unseres Gesprächs, die Franzosen hinzu. Ich weiß von weiteren, die hinzukommen werden. Das heißt, das Haus füllt sich. Ja, das sind ja die Franzosen, das ist ein gutes Thema. Marine Le Pen mit ihrer nationalen Sammlungsbewegung, sie ist sicherlich ein gewichtiges Glied in der neuen Allianz. Auf der anderen Seite aber gibt es, das muss man ehrlicherweise sagen, innerhalb ihrer eigenen Partei, Herr Meuthen, doch bei einigen Leuten, ich sag mal, Bauchschmerzen oder zumindest fremdeln die mit Marine Le Pen. Was sagen Sie denen? Dass im Europäischen Parlament die Uhren etwas anders ticken, als sie es aus den nationalen Parlamenten kennen. Es gibt, und daraus will ich ja gar keinen Hehl machen, natürlich, gerade ich selbst habe das früher auch immer gesagt, unterschiedliche Positionen in den Bereichen Wirtschafts-, Finanzpolitik exemplarisch. Aber das übrigens nicht nur zum Rassemblement National, sondern durchaus auch zur Lega. Die haben eine andere Stabilitätskultur traditionell. Damit kann man aber hier besser zusammenarbeiten als im nationalen Bereich. Weil Fraktionszwänge, wie wir sie aus dem Bundestag und aus Landtagen aus Deutschland kennen, hier nicht so strikt gehandhabt werden. Das liegt auch an der größeren Vielfalt. Ich meine, das ist ein Parlament bestehend aus jetzt immer noch 28 Nationen, da die Briten absehbar bleiben werden. Und da kann man nicht sagen, die ganze Fraktion stimmt immer einheitlich ab. Das tut sie nicht. Wir haben aber eine hinlänglich große Summe an Gemeinsamkeiten in den zentralen Fragen, was die Europäische Union sein soll. Und auch in zentralen Politikfeldern, wie exemplarisch der Migrationspolitik, da ziehen wir alle an einem Strang. Und das sind die wichtigen Punkte, dass wir in anderen Bereichen auch anderer Meinung sein werden. Damit können wir leben, müssen wir auch leben. Die beste Freundschaft scheitert häufig am Geld. Und jetzt sind ja gerade in der neuen Allianz die Nord- und die Südländer vertreten. Und mit der Lega von Matteo Salvini, Sie haben es gerade angesprochen, sogar die Regierungspartei eines südeuropäischen Landes, das von der Nullzinspolitik extrem profitiert.
und das, um es mal milder auszudrücken, nicht unbedingt großen Wert legt auf einen ausgeglichenen Haushalt. Ist das vielleicht ein Spaltungsthema? Ja, wissen Sie, ich bin kein so großer Freund davon, von einem Spaltungsthema zu sprechen. Es ist ein Thema, in dem wir nicht eine Meinung haben. In dem wirklich unsere nordeuropäische, auch deutsche Stabilitätskultur definitiv ein anderes Verständnis hat, als das die Italiener und auch die Franzosen haben. Und das wird schwierig. Ich mache mir da auch überhaupt keine Illusionen. Also sogar wird schon alles locker gut gehen. So rheinisches Grundgesetz, hätten wir immer Jyotijange. Ja. Nee, so simpel wird das nicht. Da wird es Differenzen geben. Und da müssen wir eben schauen, ob wir es schaffen, wirklich zu einer gemeinsamen Position zu kommen. Ja. Wenn aber nicht, so ist das kein Spaltungs- oder Trennungsgrund, sondern dann werden wir in diesen Punkten gegebenenfalls, das ist hier im Europäischen Parlament überhaupt nicht unüblich, unterschiedlich abstimmen, ja, innerhalb einer derselben Fraktion. Das okay. Gibt's. Kommen wir zum Europawahlkampf der AfD. Das berühmte Momentum ist momentan nicht gerade auf Ihrer Seite. Die Klimadebatte überlagert seit Wochen die Themen, mit denen Sie normalerweise punkten, nämlich, Sie haben es gerade angesprochen, Sicherheit, Migration etc. Wie wollen Sie das kompensieren? Durch die Kraft des Arguments. Also natürlich kann man sich gesamteuropäisch auch in irrationalen Diskussionen ergehen, die reichlich überzogen sind. Man kann auch einem 16-jährigen Kind oder fast noch Kind huldigen und es womöglich, wie es ein katholischer Bischof jetzt am Wochenende getan hat, mit Jesus vergleichen. Ja, Sie sprechen von Greta Thunberg. Von Greta Thunberg. Das mag ein nettes Mädchen sein und ich möchte über das Mädchen auch nichts Böses sagen, aber die instrumentelle Rolle, die sie spielt, ist natürlich völlig lächerlich. Und hier kommen wir in den Bereich der schieren Ideologie, das hat alles mit Fakten nichts mehr zu tun, sondern man hat sich zu bekennen zu einer Klimakatastrophe, als ginge es nicht auch eine Nummer kleiner. Die Grünen sprechen jetzt nicht mehr von Erderwärmung, nein, es muss jetzt Erderhitzung sein. Das ist erkennbar auf Emotionalisierung ausgelegt. Und in aller Anerkennung, dass es natürlich Klimaveränderungen gibt, aber die zentrale, die Staaten Europas bedrohende Problematik, die wir haben, sind nicht die vergleichsweise harmlosen Klimaveränderungen, die wir haben. Ich möchte die damit nicht klein machen, sondern die Migrationsproblematik, die ist ein viel, viel größeres Problem. Und wir versuchen das über die Kraft des Arguments zu transportieren und durchzubringen. Da kommen wir gleich noch zu der Migrationsthematik. Aber erstmal zur unendlichen Geschichte des Brexit, der Ihrem größten politischen Gegner, ich nenne das mal so, Manfred Weber, dem Spitzenkandidaten der EVP, in die Karten spielt. Weber lässt ja keine Gelegenheit aus, Herr Meuthen, zu lästern. Seht her, was die Populisten anrichten. Außerdem unterstellt er Ihnen, Sie wollten Deutschland rausführen aus der EU. Ja, Herr Weber behauptet eine Menge, was er vielleicht nicht behaupten würde, wenn er mal sich die Mühe gäbe, sorgsam zu lesen. Weil das, was er über unsere Partei sagt, Dexit-Partei, ist nicht das, was in unserem Programm steht. Wir wollen die EU an Haupt und Gliedern reformieren, aber wir wollen sie nicht abschaffen. Und wir sagen nur als alte, absolute Ultima Ratio, wenn nämlich Weber, Juncker und Konsorten immer weiter ihre Politik machen können, für die zum Beispiel exemplarisch auch Macron steht und Merkel steht, dann käme man irgendwann an einen Punkt, wo die EU sowieso implodieren wird und dann wäre der Dexit eine Folgerichtigkeit. Also wenn die Herrschaften nicht begreifen, dass es mit dieser immer weiteren Vergemeinschaftung kein gutes Ende nimmt, dann wird sowieso nicht irgendwann ein Dexit kommen, sondern dann gibt es einen EU-Exit für alle. Das ist aber nicht unsere Zielsetzung, um das deutlich zu sagen. Und besagter Weber sollte sich vielleicht auch mal an die eigene Nase fassen und sich anschauen, ob er wirklich hier im Europaparlament, wie es seine Aufgabe wäre, auch die Interessen der deutschen Wähler, die ihn wählen sollen, vertritt. Das, glaube ich, nämlich tut er am allerwenigsten. Und das wüsste ich an Beispielen zu illustrieren. Also die AfD will die EU nicht zerschlagen, sondern von Grund auf erneuern. Ihr Wahlprogramm steht unter dem Motto Freiheit statt Brüssel. Diese Aussage beinhaltet, dass uns Brüssel, also die Europäische Union, die Freiheit nimmt. Welche Freiheiten meinen Sie da konkret? Dann werde ich doch mal konkret. Die Freiheit, meinen Euro 5 Diesel zu fahren, der ein tolles Auto ist und was auch ein Automobil ist, das modernen Standards völlig genügt.
Wir haben völlig absurde Grenzwertsetzungen, die aus Brüssel kommen. Dahinter verschanzt sich Berlin. Und das ist eine Enteignung für Millionen von Menschen, die moderne Dieselautos fahren. Das zum Beispiel konkret ist eine Schädigung der Menschen. Oder nehmen Sie die Datenschutzgrundverordnung. Wenn Sie wollen es ganz konkret, ich gebe Ihnen ganz konkretes Beispiel. Ja. Ich war neulich mit meinem 8-jährigen Sohn auf einem Fußballturnier. Und dann haben die kurzen da, ich gucke da unglaublich gerne zu, dann haben die da Fußball gespielt, stolz wie Wolle. Ja? Und anschließend sollte es noch ein gemeinsames Foto geben. Ja. Aufgrund der segensreichen Einwirkungen der EU war aber ein gemeinsames Foto nicht möglich. Weil dann hätte nämlich nach Datenschutzgrundverordnung jedes Elternteil, die natürlich gar nicht alle anwesend waren, einwilligen müssen, dass dieses Foto überhaupt geschossen und veröffentlicht werden darf. Da das natürlich nicht leistbar war, kam es dann nicht zusammen ein Foto. Das ist genau dieses völlige Hohldrehen und Überdrehen mit der Überbürokratisierung, wie wir sie hier aus Brüssel erleben. Oder nehmen Sie die Geschichte mit den Upload-Filtern. Auch das ist irre. Die übertreiben es. Kein Mensch spricht sich gegen Urheberrechtsschutz aus. Wichtige Geschichte. Aber so wie die es machen, die drehen immer an der Schraube viel zu weit und verkehren damit die Zielsetzung in ihr Gegenteil. Genau. Und andere wichtige Punkte bleiben dann auf der Strecke. Und jetzt kommen wir zum Thema Migration. Frontex, die Grenzschutzagentur, sollte eigentlich schon längst auf 10.000 Mann ausgebaut werden. Jetzt hört man, das wird noch Jahre dauern. Reichen überhaupt 10.000 Mann? Erstmal glaube ich nicht, dass die reichen, weil die EU hat ziemlich viel Außengrenze. Und ich sage das wieder und wieder, dieser Außengrenzenschutz ist extrem wichtig. Und ich sehe darin auch eine europäische Aufgabe. Da würde ich nicht mal als der Kanzlerin widersprechen, in dem Punkt. Sonst in sehr vielen, aber in dem nicht. Das ist eine EU-Aufgabe. Wenn wir einen Binnenmarkt haben mit den 4 Grundfreiheiten und dazu auch die Personenverkehrsfreizügigkeit gehört, dann kann die im Inneren nur gewährleistet werden, wenn wir einen rigiden Außengrenzenschutz haben. Und dafür ist dann angeblich kein Geld da. Die EU haut das Geld mit vollen Händen für die aberwitzigsten Projekte raus, die den Menschen auch nicht ansatzweise Nutzen bringen. Ist personell völlig überbesetzt. Ich habe Bürokraten, die machen Dinge, die braucht kein Mensch. Aber da, wo sie gebraucht wird, da versagt sie. Das ist das, was ich immer wieder sage. Die EU tut viele Dinge, die sie besser ließe. Und das, was sie eigentlich besser täte, das verrichtet sie völlig unbefriedigend. Wenn man sich die markanten Fluchtrouten ansieht, an den diversen Grenzen, dann sind alle Grenzen so ähnlich wie Schweizer Käse. Löcher über Löcher. Die Spanier, ich habe mir das mal erzählen lassen, die machen sich sogar darüber lustig. Da spricht man nur noch von Migranten auf Durchreise. Und wo diese Reise endet, das wissen wir ja, in der Regel in Deutschland. Was wäre überhaupt noch als Alternative zur Festung Europa denkbar? Die Alternative ist, dass wir nationale Festungen haben. Und ich halte das für angesichts der Kleinräumigkeit der Staaten der Europäischen Union ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Nur es ist doch völlig klar, solange der Außengrenzenschutz an den Staaten der EU nicht funktioniert, ist eine Politik, wie Viktor Orban sie exemplarisch national vorlegt, völlig nachvollziehbar. Vorausgesetzt, man will die Migration nicht. Die wollen die nicht, und es ist ihr gutes Recht, das zu tun. Dafür kriegen sie jetzt ein Artikel 7-Verfahren und jede Menge Ärger. Ich finde aber, der vertritt die Interessen des ungarischen Volkes genauso, wie die Ungarn das wollen. Das werden wir hier auch machen müssen, wenn wir das mit dem Außengrenzenschutz nicht hinkriegen. Herr Meuthen, ein ganz anderes Thema, Energie. Viele Menschen machen sich große Sorgen, dass sie demnächst Energie gar nicht mehr bezahlen können. Strom wird teurer, Gas wird teurer, Sprit, da wollen wir gar nicht drüber reden. Fahrlässig wäre dann, wenn man die Energieversorgung Europas aufs Spiel setzt. Stichwort massive Widerstände gegen die Erdgasleitung Nord Stream 2 durch die Ostsee. Wie ist da Ihre Position? Wie ist die Position der AfD dazu? Die ist völlig klar, die habe ich auch schon 100-mal gesagt. Wir wollen, dass dieses Projekt realisiert wird, denn es liegt in unserem ureigensten Interesse, eine vernünftige, bezahlbare Energieversorgung zu haben, die ja durch die Absurditäten dieser sogenannten Energiewende mehr als in Frage steht. Und es ist exemplarisch, das sollte eben schon über Manfred Weber sprachen. Weber sagt sehr klar, wenn er Kommissionspräsident wird, dann wird er alles tun, um Nord Stream 2 zu verhindern. Damit versündigt er sich mit Verlaub an den Interessen seines eigenen Heimatlandes. Wir müssen Interesse an bezahlbarer Energie haben. Dann wird man wieder sagen, oh, die AfD ist russophil und die machen da die Sache Russlands. Darum geht es nicht. Es geht darum, die Sache Deutschlands zu machen. Wir brauchen bezahlbare Energie. Und die kommt, ohne dass wir Durchleitungskosten haben aus europäischer Stand über die Ostsee, wunderbar rein. Wenn Weber das im Moment macht,
Da versucht er nichts anderes, als sich die Stimmen einiger osteuropäischer Abgeordneter auf diese Art und Weise, ich sage das so deutlich, zu kaufen, damit er zum Kommissionspräsidenten gewählt wird. Das ist das, was Weber da tut, und das finde ich schändlich. Ja, aber nochmal zu Nord Stream 2 auch mal aus anderer Sicht. Ich habe noch ganz gut die Worte des amerikanischen Vizepräsidenten Pence auf der Münchner Sicherheitskonferenz in den Ohren. Da hat er ja regelrecht die anderen Staaten Europas aufgerufen zum Widerstand gegen Deutschland. Das war ja schon ein Affront im Grunde genommen. Das war ja keine Rede, das war ja ein Befehl sozusagen im Tone eines amerikanischen Oberbefehlshabers. Besteht die Gefahr, dass die Bundesregierung da doch einknickt, weil ja auch der Druck aus Frankreich kommt? Macron macht ja auch Druck gegen Nord Stream 2. Die Gefahr besteht, aber dem müssen wir eben widerstehen. Und mit Verlaub, Sie sagen das ganz richtig, Pence führt sich hier auf wie ein amerikanischer Oberbefehlshaber. Einstweilen, hier ist Deutschland und hier ist Europa und hier sind deutsche und europäische Interessen im Vordergrund. Die Amerikaner haben ein ureigenes Interesse, Nord Stream 2 zu verhindern. Ein geostrategisches Interesse zum einen und zum anderen ein ganz originär pekuniäres ökonomisches Interesse. Die wollen ihr Flüssiggas hier verkaufen. Und das können sie natürlich nicht, wenn die Russen das deutlich billigere Gas über die Ostsee einleiten. Das ist der Hintergrund der Äußerungen von Pence. Wir sind aber hier nicht aufgerufen, russische oder amerikanische Interessen zu vertreten. Wir sind verdammt nochmal aufgerufen, deutsche und europäische Interessen zu vertreten. Und es ist in unserem Interesse, dass Nord Stream 2 realisiert wird. Ganz klar. Was dann mit Sicherheit. Ist ziemlich egal, was der Pence sagt. Ja, und was mit Sicherheit auch dann den einzelnen Bürgern im Portemonnaie sich bemerkbar macht. Aber natürlich. Und ich meine, Sie sagen, der Strom wird immer teurer, dann werden die Menschen irgendwann nicht mehr bezahlen können. Wir sind in der Situation bereits. Wir haben Rekordzahlen an Menschen. Ich habe die aktuellen Daten jetzt nicht vorliegen. Habe sie letzte Tage gelesen, aber sie sind mir jetzt nicht gerade abrufbar. Rekordzahlen an Menschen, denen der Strom abgedreht wird, weil die ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen können. Das nicht morgen, das ist schon heute. Da sind wir schon. Lassen Sie uns über das Thema Medien reden. Ohne die sozialen Medien, ich glaube, das kann man ruhig so sagen, hätte es den rasanten Aufstieg der AfD in den letzten 5 Jahren nicht gegeben. Nun werden diese sozialen Medien immer mehr reguliert. Wer steckt dahinter und vor allen Dingen, warum will man auf einmal die sozialen Medien so regulieren? Naja, immer wer steckt dahinter? Die ein Interesse daran haben, dass wir über soziale Medien nicht durchkommen, zum Beispiel Heiko Maas. Mit diesem verfassungswidrigen Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist, das ist ja keine originäre Erfindung der AfD, das als verfassungswidrig zu bezeichnen. Das haben ja andere auch getan, aus der Wissenschaft wie aus der Politik. Da wird versucht, die Meinungsfreiheit einzuschränken, völlig klar. Das passiert übrigens mit der Artikel 13-Verfahren, mit den Upload-Filtern haben wir die gleiche Nummer. Auch das wird die Meinungsfreiheit im Netz einschränken, völlig, völlig eindeutig. Herr Professor Meuthen, das Interessante ist ja, wo Sie gerade das Löschgesetz von Heiko Maas angesprochen haben, zu wissen, wer für Facebook die entsprechenden Kommentare löscht. Das wüsste ich auch gern. Das sind mehrere tausend Mitarbeiter des Unternehmens Bertelsmann, die nämlich in der Firma Avato gehört zu Bertelsmann, sitzen und die für Facebook entsprechend die Kommentare sichten. Da wissen Sie wahrscheinlich viel mehr drüber als ich. Ich wundere mich nur, was auf meiner Facebook-Seite los ist. Da werden nämlich immer wieder, also da kommt mein Facebook-Admin auf mich zu, ist gerade vorgestern geschehen, und sagt, sag mal, hast du das gelöscht? Weil ich hatte selber etwas entdeckt in der Kommentarspalte, was ich auch für löschenswert hielt. Und er sagt, hast du das jetzt selber gelöscht? Weil er weiß, ich tue das nie, ich bin viel zu doof dazu. Und da habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Er sagt, er ist aber weg, ich war es auch nicht. Und sonst ist da niemand, der das löschen könnte. Das heißt, da ist von außen eingegriffen worden. Mhm. In dem Fall sogar segensreich, weil das war ein schmutziger Kommentar, der sollte weg. Aber das bloße Faktum, dass auf meiner Seite da von Facebook von außen einfach Löschungen nach Gusto vorgenommen werden. Ja, aber das ist eine Absurdität. Aber das Interessante ist ja, dass es im Grunde genommen Mitarbeiter im Auftrag eines deutschen Medienkonzerns sind. Das ist ja das Interessante. Schon Hardcore, oder? Das ist Hardcore, kann man so sagen. Ja, finde ich auch. Ich bin seit 36 Jahren Journalist, Herr Meuthen. Ich habe 12 Jahre lang Zeitung gemacht und danach 24 Jahre lang Fernsehen. Deshalb darf ich mir folgendes Urteil erlauben. Ich habe das Gefühl, dass einige Journalistenkollegen versuchen, sie in eine ganz bestimmte Ecke zu stellen. Mancher Zuschauer wird vielleicht sogar sagen, den Spitzenkandidaten der AfD zu kriminalisieren. Ja, klar. Täuscht mich mein Gefühl? Nee, das passiert. Ich meine, das passiert in dieser unseligen Spendenangelegenheit.
Also ich habe da wirklich vollständig Auskunft gegeben. Und da wird ständig weiter an einem Rad gedreht und es ist der Versuch einer Kriminalisierung, so nach dem Motto, irgendwas wird schon hängen bleiben. Ich habe wieder und wieder gesagt, ich habe da nichts Illegales getan, nichts Unrechtes. Ich habe auch nicht gelogen, wie einige behaupten. Habe ich nicht. Wäre auch schön töricht, weil mit Lügen haben kurze Beine, sagt man, mit Recht, das fliegt irgendwann auf, das fliegt einem irgendwann um die Ohren. Die machen aber in dieser Berichterstattung immer weiter, um einen da in eine bestimmte Ecke zu stellen. Und die, ich meine, wir können doch jetzt nicht von allen Menschen erwarten, dass die sich das ganz genau anschauen. Die kriegen nur irgendwie mit, Meuten, Spendensache und daraus basteln die, ah, der ist nicht sauber. Und das ist genau der Eindruck, der erweckt werden soll. Es geht ja dabei nicht nur um die einschlägig bekannten Politmagazine von ARD und ZDF, sondern zum Beispiel auch um eine Sendung wie Berlin direkt im ZDF mit dem Moderator Theo Koll. Ja, in dessen Sendung, Herr Meuthen, haben Sie mehrfach betont, Sie wollten sich zum Thema Spenden nicht mehr öffentlich äußern. Die Frage steht allerdings im Raum, warum eigentlich nicht? Sie könnten da eine Menge gerade rücken. Ich kann da gar nichts gerade rücken, weil was ich gerade rücken kann, habe ich gerade gerückt. Das wird aber offensichtlich nicht zur Kenntnis genommen. Ich habe sehr, sehr klar gesagt, dass wir ein Rechtsgutachten haben, weil wir auf die Bundestagsverwaltung antworten mussten und weil wir da auch korrekt Auskunft geben möchten, nachdem hier nicht der Parteispendencharakter nach § 25 Parteispendenrecht vorliegt. Wenn das so ist, müssten wir gar nicht Auskunft geben. Wir haben trotzdem sehr umfänglich Auskunft gegeben. Aber es ist nun bitte nicht unsere Aufgabe nachzuforschen, wenn da uns Spenderlisten genannt werden, die, also Spenderlisten in Anführungsstrichen, in meinem Fall jedenfalls sind das gar keine Spenden, nachzuforschen, wie authentisch die sind und da also sozusagen kriminalistische Untersuchungen durchzuziehen. Das können wir auch gar nicht. Uns fehlt dazu jede Durchgriffsmöglichkeit. Und es geht nur darum, uns damit irgendwie in eine Verbindung zu stellen. Wir haben das nicht gemacht. Und dann laufen Kampagnen wie die vom Spiegel, übrigens auch in enger Abstimmung mit dem ZDF, in denen man ihrer Partei, der AfD, unterstellt, sie sei von Moskau gelenkt. Ja, das jedenfalls vermittelt der Titel Putins Puppen. Wie bewerten Sie diese Art von Journalismus? Tja, der Spiegel hatte ja bis vor kurzem einen Mitarbeiter namens Relotius, der sehr erfinderisch war, der Geschichten frei erfunden hat. Und ich habe angesichts dieses Spiegeltitels mit Putins Puppen und dann AfD schon mal die Frage aufgeworfen, ob die eigentlich den Relotius wirklich entlassen haben. Das ist so offenkundiger Blödsinn und so grotesk. Aber es ist offensichtlich nichts verrückt genug, als dass der Spiegel das nicht brächte. Was für ein grandioser Unfug. Es ist schlicht nichts daran. Der DJV, der Deutsche Journalistenverband, ist der größte Journalistenverband Europas. Er hat ungefähr 36.000 Mitglieder. Ich selbst bin eines davon. Die Zeitung unseres Verbandes heißt Journalist. Ich habe hier die Ausgabe vom November 2017, also wenige Wochen nach der Bundestagswahl. Da sieht man das Foto einer Pressekonferenz mit Ihren Kollegen Alice Weidel und Alexander Gauland und dazu in großen Lettern die Frage auf der Titelseite, haben wir, also die Journalisten, haben wir die AfD groß gemacht? Angesichts dieser Frage, wie gesagt vom November 2017, könnte man heute zu der Vermutung kommen, dass sich inzwischen viele Kollegen vorgenommen haben, die AfD klein zu machen. Wie diskutiert man innerhalb Ihrer Partei, Herr Meuthen, über dieses Thema? Naja, wir haben ein bisschen die Strategie da geändert, dergestalt, dass wir heute sagen, wir prozessieren dagegen mittlerweile auch. Also gerade ich war da eher ein Bedenkenträger und ich glaube, dass hätte ich früher beiseite legen sollen, wir lassen uns das jetzt nicht mehr gefallen. Also wo wir offenkundig verleumdet werden und wo unwahre Tatsachenbehauptungen über uns in die Welt gesetzt werden, da gehen wir ganz unmittelbar juristisch vor. Das ist aufwendig, aber notwendig, denn irgendwie müssen die nun auch mal lernen, dass man nicht alles über uns in die Welt setzen kann. Die Frage, ob die uns damit groß gemacht haben, ist eine interessante. Denn die Hypothese ist gar nicht so falsch, glaube ich. Weil die Menschen ein Gefühl dafür haben, dass wenn man so mit einer Partei umgeht, dann ist sie automatisch so in dieser Underdog-Rolle und dann kommt so ein Robin-Hood-Feeling auf bei vielen Menschen. Ja. Ich habe das schon oft gehört, eigentlich sehe ich euch sehr kritisch, aber so wie die mit euch umgehen, ich wähle euch.
Wir wollen, wohlgemerkt, um das klar zu sagen, wir wollen aus anderen Gründen, wir wollen aus inhaltlichen Gründen gewählt werden. Wir wollen nicht rein als Protestpartei gewählt werden. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir ein Programm haben, das so attraktiv ist, dass es viele gute Gründe gibt, uns zu wählen. Aber in der Tat, also die Journalisten mit ihrem permanenten einseitigen Bashing, haben uns vielleicht ein Stück weit in die Karten gespielt und tun es vielleicht noch. Befeuert wird das Ganze durch die Politik, die unverhohlen damit droht, missliebigen Parteien, also offensichtlich auch Ihnen, der AfD, den Garaus zu machen. Die Kanzlerin in ihrer Regierungserklärung vom 17. Oktober 2018, gar nicht so lange her, ich zitiere mal wörtlich: Wir wollen Leitlinien für den Umgang mit Parteien schaffen, die in ihren Kampagnen aktiv Desinformation betreiben. Das bedeutet in letzter Konsequenz auch, über finanzielle Sanktionen nachzudenken. Zitat Ende. Bei diesen Sätzen im Deutschen Bundestag hatte die Kanzlerin genau die AfD im Blick. Wie beurteilen Sie eine solche Aussage? Offensichtlich ist es wohl so, dass die Kanzlerin sich da anmaßen möchte, was zutreffende und was unzutreffende Informationen sind, was fake ist und was nicht fake ist. Das ist interessant. Also dann kommen wir so in den Propagandabereich rein. Ja. Und genau da bewegen die sich. Das passiert übrigens hier in Brüssel genauso. Ja. Und deswegen pochen wir ja so auf Meinungsfreiheit. Ja. Dass wir sagen, ich würde diese Meinungsfreiheit übrigens, lassen Sie mich da ausholen, ich würde die auch für andere behaupten. Die müssen, jeder muss das Recht haben, missliebige Meinungen in die Welt zu setzen, solange sie nicht offenkundig verfassungswidrig sind. Ja, die wollen aber den Korridor des Sagbaren in ihrem Sinne einengen. Und also das ist ein elementarer Anschlag auf die Meinungsfreiheit, was die Kanzlerin da macht. Und natürlich meint die AfD-Position. Und da muss man eben mal hinschauen, wer hat denn zum Beispiel im Hinblick auf Chemnitz Fakes verbreitet und wer nicht. Und es war Frau Merkel und es war ihr Regierungssprecher, die da von Vorgängen gesprochen haben, die sich so gar nicht zugetragen haben, nämlich Hetzjagden. Das nenne ich mal Fake. Das waren nicht wir, das waren die. Die möchten aber ganz gerne die Meinungshoheit haben. Mich erinnert das, ohne es überziehen zu wollen, aber mich erinnert das ein wenig an andere Zeiten Deutschlands. Ich denke an den Osten Deutschlands und die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich möchte das, was Sie gerade gesagt haben, auch den Begriff mal aufgreifen, Propaganda aus Brüssel. Da wir uns ja hier in Straßburg befinden, im Europaparlament, möchte ich zum Ende unseres Gesprächs noch einmal den Bogen spannen zwischen Angela Merkel und Jean-Claude Juncker. 6 Wochen nach der besagten Regierungserklärung der Kanzlerin, aus der ich vorhin zitiert habe, legte die EU-Kommission einen sogenannten Aktionsplan gegen Desinformation vor. In diesem Plan, der stammt exakt vom 5. Dezember 2018, heißt es wörtlich, ich zitiere: Die Kommission unterstützt hochwertige Nachrichtenmedien und Qualitätsjournalismus. Und weiter, ich zitiere: Zur Förderung von Qualitätsjournalismus hat die Kommission einen eigenen Haushaltsposten vorgeschlagen. Herr Meuthen, was heißt das? Bekommen wir jetzt ein Wahrheitsministerium in Brüssel? Da sind wir im Grunde genommen bei der DDR. Ich habe es eben schon angedeutet. Das ist doch irre. Die bestimmen, was hochwertiger Journalismus und was Qualitätsjournalismus ist und fördern das. Wer wird denn, wenn er finanziell aus Brüssel gefördert wird, dann dagegen vorgehen und wird sagen, was hier für ein Unfug gemacht wird? Das ist genau die Nummer, die da läuft. Das ist Propaganda, was die da machen. Das ist eine eigene Propagandaabteilung, die unterhalten. Und genau dagegen wehren wir uns. Und wir wollen einfach der Stachel in deren Fleische sein. Nichts scheint unmöglich. Noch nicht einmal Prämien aus Brüssel für die Qualitätsjournalisten des ARD-Magazins. Also, Panorama. Ich fürchte, Sie werden da mehr ausgehen, Herr Gocke. Panorama oder Frontal 21 vom ZDF. Ja, dann kriegt der Restler womöglich noch eine extra Prämie aus Brüssel dafür, dass er da seine Unsäglichkeiten verbreitet. Und vielleicht gibt es sogar noch ein paar Euro für den Spiegel. Wer weiß. Ja. Herzlichen Dank, Herr Meuthen, für das Gespräch. Sehr Dankeschön. Gern. Ich danke Ihnen.